Hallo all zusammen, ich bin Mendesil und willkommen zu einer Folge Let's Play Minimetro. Minimetro haben wir ja schon sehr häufig bei uns auf dem Stream gespielt. Aber ich wollte mal die Chance nutzen, eine von den Community-Karten mal nochmal auszuprobieren, die wir bis jetzt noch nicht hatten, und zwar Fuso. Und ja, dachte ich mir, nehme ich es einfach mal auf und stelle es quasi als Let's Play mit rein. Gucken wir mal, was Fuso so macht. Also, bevor wir richtig starten, zurück zum Menü. Fällt mir gerade ein. Ich sollte vielleicht gucken, wegen den. Gibt es hier keine Achievements? Bin ich blind? Moment, zurück. Zurück zum Menü. Aber den anderen gab es ja immer. Genau. Zack. Fuso hat keine Achievements, okay. Es war einfach nur, nicht, nee, ich bin nicht blind, sondern es gibt tatsächlich keine Herausforderungen dafür, okay. Mhm. Da gibt es eine Schnelllinie, an die wir uns anbinden können, scheinbar. Machen wir das mal. So, den dahin, Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen und gucken wir mal. Finde ich ja interessant, dass von außen quasi hier neue. Was herkommen. Mhm. Ich überlege gerade. Eigentlich wäre es sinnvoller zu sagen, wir machen den hier mal kürzer. Und den hier weg, du fährst so. Und du bringst von hier die dahin. Ja, du kannst gerne den da oben noch mitnehmen. So. Geh da mal raus. Nimm du den mal mit. Und du gehst dahin. Das ist ja praktisch, dann machst du das mal so. Metro, Waggons und Tunnel. Tunnel können wir relativ schnell gebrauchen. Wir nehmen erstmal Waggons. Mehr Durchsatz hier. Ist das da oben eine Station, auf die ich was draufbauen soll? Scheinbar. Also bei der Community-Karte ist es scheinbar so, dass. Ach so, ich sehe den jetzt erst. Ah, alles klar. Das ist alles kreisig unten sind, echt. Na komm, dann geh da hin. Dann kriegst du hier noch eine zweite Lok. Um mich da besser drum zu kümmern. Du kannst damit hin. Kannst du eigentlich hier raus und du kannst dafür hierher. Du gehst damit drauf. So. Kannst damit hin. Also wir müssen definitiv mal ein paar neue Linien jetzt demnächst bauen. Linie, so. Mal, das da oben ist der. Das heißt, wir brauchen eigentlich nicht mehr unbedingt den grünen da dran. Der kann nämlich einfach hier oben mit hin. Den blauen da können wir auch wegnehmen. Der kann hier unten bleiben, auf der Seite. Auch wenn es nicht so schön ist, dass drei ineinander sind. Lass mal so. So, du hier kannst dann den noch mitnehmen. Du kannst eigentlich von hier direkt da hochgehen. So. Weil du alles hast, was du brauchst. Wir brauchen jetzt hier kein extra drauf. Beziehungsweise, warte mal, die beiden können wir hier rausnehmen und dafür eigentlich direkt so machen. Zack. Das ist dann viel sinnvoller. Dorthin. Und du gehst hier hin. So.
Sollte das hier funktionieren. Zack. Kannst eigentlich den hier mitnehmen. Dann nehmen wir den hier raus. Aber du kannst da oben noch mit rein. Weil da kannst du hier die Träge schon abliefern, musst du nicht bis zurücknehmen und kannst auf dem Rückweg mehr mitnehmen. Alles praktisch. So. Sieht doch alles vernünftig aus gerade und scheint zu funktionieren noch. Wunderbar. Jetzt haben wir da hinten noch einen. Wir haben noch genügend Brücken, also ist kein Problem. Umstiegsbahnhof brauchen wir gerade nicht. Wir haben auch keine Sonderstationen, so wirklich. Immer Waggons. So. Du gehst nach dort mit. Ein Waggon hier hin. Ein Waggon dahin. Und wir packen hier auf die rote Linie noch einen extra Wagen. Dann sollte das alles in Ordnung sein. Wir können eigentlich hier auch... Ich überlege gerade. Geh mal hier runter. Dafür du da rein. So. Und dann den da oben noch mitnehmen. Machen wir das mal so. Ah, jetzt haben wir die erste Sonderstation. Das heißt, wir brauchen jetzt hier wieder eine Verbindung zwischen den beiden. Ja, geht zu dem Dreieck dort. Ja, passt das. Wir brauchen den nächsten Tunnel. Sehr schön, danke für die Tunnel. Du kannst dorthin. Netterweise geben uns die Grauen ja hier quasi fahren ja auch hin und her und nehmen Sachen mit, was sehr praktisch ist. So, jetzt gucken wir mal, wo es zu stark belastet ist, da können wir dann noch neue Löcks mit hinpacken. Ja, komm hier. Nicht so schlimm wirst. Der Rote hat schon zwei. Packen wir dich mal auf den Grün hier drauf und du kriegst noch eine Lok. Das ist jetzt drei, das sind ein bisschen blöd, aber was soll's. Lassen wir es mal so. Der ist ja lustig da hinten. Mehr Waggons. Weil du jetzt noch länger bist, kriegst du auch gleich noch einen Waggon mit. So, der blaue hier ist immer relativ voll, kriegt auch einen Waggon. Und der grüne kriegt hier noch einen extra Lok. So. Also eine neue Linie wäre praktisch, damit ich hier das andere Stück von Rot einfach ersetzen kann. Also dass wir eine Linie haben, die nur noch hier rausfährt. Das wird das Ganze etwas angenehmer machen. Na komm, geht da hin. Aber noch funktioniert das Netz hier. Frage ist, wie lange. Hier unten wird es langsam voll. Aber auch nicht zu voll, weil das, was wir gerade haben, reicht noch, um es abzunehmen. Wieder keine Linie, okay. Noch mehr Waggons. Dann sorgt man dafür, dass der Durchsatz hier noch größer wird. Du hast schon einen Waggon dran, dann kriegst du jetzt hier eine... Ne? Ich hätte gerne die Lok gehabt. Ich soll damit drauf. So.
Hier gibt es doch den einen kleinen hier, der da. Der kriegt noch drauf. Und dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, solange wir den Tunnel noch haben. Nee, wir machen keinen Ring draus. Weil dann hast du ja fünf Kreise ineinander. Das ist absolut unschön. Ah, eine neue Linie, sehr schön. So, du wirst hier lang gebaut. So, wir haben gerade dafür keinen Tunnel. So. Pause. Rot hier wird rausgenommen. Hier auch. So. Und dafür kannst du denn dahin. Dann kannst du ihn da oben noch mit reinnehmen und wir können eine von diesen roten Loks hier. Wobei wir haben gerade noch genügend andere Loks. Den dahin, den dorthin. Können jetzt aber sagen, hier, das hier nehmen wir mal aus dem blauen raus. Und packen das dafür in den roten hier mit rein. Zack. Und dann ist das in Ordnung. Aber das Dreieck lassen wir hier, sonst hat der ja blau überhaupt kein Dreieck mehr drauf. Ja. Zack, das sollte in Ordnung sein. So, und da oben nimmt er auch genügend mit. Da ist gut. So. Hey, er ist gut. Dass es nicht wieder weggeht, ist interessant. Ah, dauert nur ein bisschen, bis es weggeht. Okay. Kannst damit drauf. Läuft ja alles wie im Schnürchen noch. Also auch wenn die hier in der Mitte relativ viel Belastung haben, dadurch, dass wir hier drei Loks drauf haben, ist es schon in Ordnung. So. Jetzt Pause machen. Weil wir haben jetzt noch eine neue Linie, womit wir ein bisschen schlacken können. Ich verlege gerade. Wäre vielleicht nicht verkehrt, einfach hier. Den hier mit zur Unterstützung zu nehmen. Dann kannst du damit ran und dann können wir den von dem Grün hier wegnehmen. Da haben wir nämlich noch einen frei hier. Wieder tunnelmäßig und der Grüne ist wieder nicht mehr so stark belastet. Dann können wir den nicht von hier oben nochmal damit hinsetzen. Da ist die Station hier nämlich auch wieder ein bisschen mehr entlastet. Sehr schön. Wir können dafür den Grün dann auch jetzt hier runterfahren lassen, weil hier drüben die zwei weg sind. Von der Länge her passt das, dass er hier runter mitfährt. Aber nur damit wir noch eine schnelle Verbindung hier hoch haben. Und dann packen wir hier gleich noch eine zweite Lok mit drauf. Und der Grüne kriegt die andere Lok hier. Warum auch immer die Lok gerade hier keine Kreise mitgenommen hat. Du hier kannst mal darüber wandern. Direkt. Um hier mehr mitzunehmen. Jetzt passt doch. Also definitiv sollten wir darauf achten, dass der Gelbe noch ein bisschen mehr Last kriegt. Oder dass wir hier unten tatsächlich mal einen Umstiegsbahnhof draus machen. Ist auf den Orangen mit drauf. Hm.
Wieso hast du da nichts mitgenommen? Pause. Ach, wir haben hier keine Kreis drauf auf der Linie. Oh, das ist blöd. Ah, das ist was, was wir übersehen haben, was unpraktisch ist. So, warte mal hier oben. Du unterstützt da mal noch mit, damit es nicht zu voll wird. Du kannst damit hin. Hier setzen wir mal eine Lok drauf. Mit Anhänger, die sich gleich darum kümmert. Und hier werden wir den auch gleich mit reinnehmen. Und du kriegst direkt noch einen Anhänger, damit du hier unten die Kreise mit abholen kannst. Ja. Das wäre praktisch. So. Dann haben wir das schon genügend drauf. Nee, haben wir noch nicht. Gut. Dann kannst du hier hinten gleich noch eine zweite Lok. Eine dritte Lok mit hinsetzen. So. Noch ein Dreieck. So, dadurch ist das hier entlastet. Wunderbar. Da können wir eigentlich dich hier direkt so machen, oder? Ah, jetzt haben wir hier auch einen Kreis. Aber den musst du trotzdem mitnehmen, damit der grüne hier unten einen Anschluss an die gelbe Linie hat. Sonst wäre es blöd. Und dann haben wir noch einen Kreis. Sehr schön. Zack. So langsam wird es kritisch. Mal sehen. Hier wird es langsam ein bisschen wirklich kritischer. Nimmst du das mit hier? Natürlich nicht, gell? Zack. Anschließen. Du hier gehst mal. Ne, direkt so rum. Hier hin. Dahin. So, guck mal, ob das noch rechtzeitig war. Ja, war noch rechtzeitig, sehr schön. So. Alles noch in Ordnung. Jetzt wird es hier langsam auch voll, weil wir auch den einen hier runtergenommen haben. Können wir aber beheben. Wir haben jetzt hier wieder. Zack. Der kümmert sich da jetzt wieder mit drum. So. Und dann. Ja, können wir hier noch einen hinsetzen. Und hier gab es noch eine Lok auf der gelben, die keinen Anhänger hatte. Die da kriegt einen Anhänger. So. Jetzt haben sie hier nämlich auch wieder abgebaut. Alles wunderbar. Der hier sollte auch gleich wieder weg sein. Das ist kein Problem. Der hier hinten macht mir noch ein bisschen Sorgen, aber geht scheinbar auch. Oh. Gehst mal dahin, bitte. Und wenn du dann deine Aufgabe erfüllt hast, kannst du zurück auf deine grüne Linie gehen. So. Das war ja nur, damit der kurz das mal erledigt. Mhm. Schaffst du es noch rechtzeitig dahin? Nee. Im Moment zu spät reagiert. Aber was soll's. Gut. Dafür, dass es der erste Versuch war auf der Karte, 4218 Fahrgäste, ist ja in Ordnung. Okay. Das soll es für die Episode auch dann gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Minimeter macht immer wieder Spaß zum Spielen. Genau. Und ja. Dann, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Subscribe freuen. Das hilft mir aus. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ich streame auch normalerweise immer dienstags, donnerstags und sonntags auf twitch.tv/wendesil. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Dann, wir sehen uns. Bis bald und ciao.